Seit 1997 wird in Eberswalde vom Partnerschaftskreis Eberswalde-Delmenhorst eine Kohl- und Pinkelfahrt organisiert. In jedem Jahr wird auf dieser Veranstaltung traditionell das Kohl- und Pinkel-Königspaar gekrönt. In diesem Jahr sollten es die Pressesprecherin der Stadt, Angelika Röder, und der Chefarzt der Chirurgischen Klinik im Werner-Forsmann-Krankenhaus, Dr. Bernhard Götzke, sein. Beide erhielten neben dem von der St. Polycarpus-Gilde Delmenhorst gestifteten Wanderorden auch einen reichlich geschmückten Präsentkorb, den sie heute an die Eberswalder Suppenküche spendeten. Nicht ohne ihn noch mit frischem Speck, Würstchen, Schinken und natürlich Grünkohl anzureichern. Wir meinen eine schöne Geste und mehr über das Projekt der Suppenküche und den Verein Brot und Hoffnung erfahren Sie bei uns in der kommenden Woche.